Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz. Ich möchte euch heute einen Traktor vorstellen. Case Puma 160, Farbwahl 172.000, Kosten der Anschaffung 203 PS, 149 kW, 150 Unterhalt am Tag, 573 Euro die Stunde mit Mietmod. So, hier ist das gute Stück. Ich habe jetzt mal diese Farbe gewählt. Sieht echt da mal aus. Er hat Zwillingsbereifung einblendbar mit Numbered 9. IC-Steuerung hat er keine. Finde ich, sieht echt der Hammer aus. Ah, Zusatzscheinwerfer hinten gehen an. Mit Nummer 6. Vorne geht da nichts. Und Umleuchten funktionieren. Standard-Hupe. Starten wir mal. Stellen wir Blinker mal ein. So, Warnblinkanlage, ja. Funktioniert alles. Das normale Licht. Vorne sowie hinten. Also leuchtet wie ein Christbaum. Schade, dass man die oberen nicht separat zuschalten kann. Ja, Spiegel funktionieren auch. Und der eine, der flackert manchmal je nach Kameraansicht, wie man sieht. Ich spiele auf höchste Auflösung. Vorne hat keine Instrumente, nur hier eine Seite. Wirkt vorne irgendwie ein bisschen kahl. Ich weiß jetzt, wie es im richtigen Leben ist, aber meiner Meinung nach ist es ein bisschen kahl. Also die Zwillingsbereifungen sehen super aus. Kleben ein bisschen zu nah dran. Und ein bisschen versetzt ist das. So, jetzt blenden wir sie mal aus. Sehen wir, wie es so ausschaut. Gehen wir mal ran. Die Tür geht nicht auf, ist nix. Er hat hinten Heckelektraulik, Anhängerkupplung. Vorne Frontelektraulik, Zapfwelle, hinten die Außenzapfwelle. So, jetzt fahren wir mal. 52 km/h soll er fahren. So, Reifen, Staub und Spuren legt er auch. Jetzt schaltet man die Zwillingsbereifung zu. Die machen leider keine Spuren. Ja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut's wieder rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.